So, ihr Süßen, heute das angekündigte Viertelfinale von den Ingolstadt-Event-Tagen vom offenen Herren-Einzel. Da waren wir, glaube ich, so um die 40 Teilnehmer, bisschen mehr. Und das ist ein Viertelfinale. Das hier ist Peter Seidel, ein recht guter deutscher Dartspieler. Wird gesponsert von Didier Krampfl Darts unter anderem. Und der Didi, ich glaube, er meinte ihn, wie er sagte, einer der wenigen deutschen Darter, die schon einen Neuner geworfen haben. Ich glaube schon. Kann ich mich aber auch irren. So, und spielt gegen Arthur Wagner, der mir persönlich jetzt nichts sagt. Ich bin aber auch ein absoluter Newbie in der Szene und war davor auch noch nicht im Ingolstadt- oder Münchner Raum unterwegs. Und der Peter ist, glaube ich, im Münchner Raum aktiv vor allem. Ihr könnt ja mal die Website auf seinem Shirt anschauen. Da erfahrt ihr vielleicht mehr. Ja, und Arthur Wagner hätte ich vielleicht mal googeln können. Jedenfalls haben die hier angefangen. Ich eier noch mit der Kamera rum. Ich bin da auf der Bühne und muss natürlich die Kamera irgendwie... Übrigens im Hintergrund das Mädel, das da wirft. Die wirft auch sehr stark. Ich habe leider die nicht beide filmen können, weil die natürlich auch durcheinander durchlaufen dann. Dann gibt es ein bisschen Chaos. Aber da hinten spielen die Damen sozusagen. Und es waren, glaube ich, 10 Damen. Also das ist auch schon eins der fortgeschritteneren Games. Jo. Vierte Runde sind wir hier. Arthur Wagner hat, glaube ich, das Match angefangen mit einer 140. Peter Seidel kam nicht so recht hinterher, ist jetzt hier auf 309. Arthur hat eine 60 geschmissen. Und Peter denkt jetzt, oh, da hinten der im grünen Shirt, der hat gegen mich gewonnen in der ersten Runde übrigens. So, Peter greift jetzt hier nochmal an, macht aber eine 7. Ja, ist jetzt noch nicht so drin. Der klatscht an der 7 ab, geht in die 19, aber da ist noch Platz. Triple 19 hinterher. Und rettet sich hier nochmal sozusagen. 171 ist natürlich ein Finish beim Master Out. Der Arthur fängt es an über die Triple 20 für 111. Man kann auch Triple 19, Triple 19, Triple 19 spielen. Und der letzte Dart ist schön. Es ist hier fünfte Runde. Also nach 15 Darts 89 Punkte, wenn du das regelmäßig machst. Glaube mir, dann bist du nicht schlecht. Dann kannst du gerne mal aus dem Haus gehen und ein Turnier spielen. Und melde dich gleich mal bei mir, weil da kannst du auch mal im Förderzentrum vorbeikommen. Da haben wir richtig Spaß. Jo, also du zumindest, ich nicht. So, geht hier Triple 10 bei 70, wie man es nochmal macht. Und hat dann einen Dart. Hätte 10, 18 Dart da machen können. Und Peter hat 130 Rest. Die Mädels hinten sind sechste Runde. Peter konzentriert sich immer sehr gut und hat auch eindeutig eine Wurfbewegung, wo du siehst, das hat er schon öfter gemacht, wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte. Ja, hier, was jedem mal passiert, ein Loch daneben, ärgert sich da. Läuft erstmal weg übrigens, ärgert sich dann für sich selber so. Das finde ich überhaupt kein Problem. Jetzt Doppel 20. Zweiter Dart sitzt. Das war dann 20 Darts. Absolut in Ordnung. So, das ist jetzt nächste Leg. Ich habe da jetzt geschnitten und die Kamera weiter vorne postiert. Unten an der Bühne, wie ihr seht. Da ist der Winkel erstens besser. Die Mädels sehen wir auch ein bisschen. Jetzt seht ihr, was ich meinte mit, das überschneidet sich dann. Man sieht die Mädels halt jetzt nur teilweise, wenn gerade keiner wirft vorne. Und Arthur macht eine 100 und Peter hat eine 60 gemacht. Und Peter ist 1-0 hinten, weil Arthur das erste ja gerade ausgemacht hat. Die spielen Best of 5. Wer zuerst 3 gewinnt, ist weiter. Wie gesagt, Viertelfinale. Und das ist die Gewinnerrunde. Die Loserrunde hat hier bereits von Anfang an Best of 3 gespielt. Also wer 2 gewinnt, ist weiter. So wie in der Liga auch oft gespielt wird, zumindest bei uns. Jo, jetzt ist Peter wieder dran. Was hat er hier? Drei 96 waren es, genau. 376. Geht dann runter auf die Triple 19.
Das sind 114, wenn er beide macht. Das sind dann 262. Ich versuche gerade so ein bisschen rauszufinden, ob das schon irgendwie eine Überlegung war oder ob er einfach die Präferenz hatte oder ob einfach das Feld belegt war oben. Ich denke mal, es war einfach belegt. Und der war in der 1. Wie war der in der 1? Mit dem Flight vielleicht, oder? Das war etwas komisch. Der erste saß gut beim Arthur und danach hat das ein bisschen abreißen lassen. Und der Peter macht im letzten Dart die Triple 19, klar. Ist noch nicht ganz zufrieden mit der Abstimmung, wie man sieht. Der Arthur kann hier, ist hier noch gleich auf. Peter hat ja angefangen. Kann hier mit zwei Darts egalisieren, macht er auch. Und macht eine 60 und ist jetzt quasi ein Dart vorne. Also was heißt ein Dart, aber ein paar Punkte vorne. Und hat Peter eigentlich den Aufschlag geklaut, sozusagen. Jetzt. Ja, Peter 20 und 7 ist noch nicht ganz da. 194. Man merkt vielleicht auch ein bisschen, je mehr man sich ein bisschen ärgert auch, desto weniger läuft es eigentlich dann auch. Ruhig bleiben ist vielleicht die bessere Sache. Es kommt dann natürlich darauf an, wie ruhig du innerlich bist. Wenn du innerlich trotzdem kochst, bist du natürlich auch abgelenkt. So, Arthur hat sich jetzt ein bisschen beeinflussen lassen, schüttelt hier auch den Kopf. Ist selber jetzt nicht so begeistert, denkt sich, was war das jetzt? Warum mache ich jetzt einen 47? Weil er weiß, Peter hat ja Punkte liegen lassen und wenn er tief reingegangen wäre, dann hätte er hier dieses Leg fast schon für sich entscheiden können. So, jetzt hat Peter eine ganz gute Aufnahme. Die nimmt er mit. Und Arthur macht. Ja, ich wollte gerade sagen, 20 Triple 19, 19, glaube ich, aber ich war jetzt hier nicht rechenbereit. Und ja, doch, 96. Und ja, Arthur macht, glaube ich, die ja, 67, 47, 60 und davor auch eine 60. Jetzt hat er irgendwie das Triple vergessen. Am Anfang gut gestartet, erste Leg souverän gewonnen, zweite Leg souverän gestartet. Hat Peter den Aufschlag geklaut eigentlich und jetzt sind wir siebte Runde und ja. Peter macht eine 96 hier vor und macht jetzt Triple 20, Doppel 19, so wie ich das auch spielen würde bei 98. Und macht tatsächlich hier das 1-1. Arthur wird es etwas ärgern, denn hätte er noch ein, zwei Triple gefunden, hätte er checken können. Triple hat er gleich wieder gefunden, das ist natürlich sehr gut. Und der letzte geht dann in die 5. Wie so oft halt. Hinten die Mädels haben auch schon ein Leg weiter. Da habe ich jetzt gerade gar nicht aufgepasst. Das war aber schon eine 12. Runde, glaube ich. Ihr habt hier gerade noch gesehen, die saubere Armbewegung von dem Mädel, das jetzt gerade wirft. Die hatte einen sauberen Wurf. Und Peter macht jetzt hier 96 Punkte. Genau. 20, Triple 19, 19. Und Arthur muss jetzt mal schauen. Wieder der erste Dart im Triple 20er Segment. Der zweite Dart wieder in der 20 und vorhin ging der letzte in die 5. Diesmal setzt er ihn drüber und macht eine schöne 100. Und Peter darf jetzt antworten. Ist 86 Punkte hinten. 20, Triple 19, 19. So ein bisschen Peter seine Lieblingsnummer hier in die 20 drüber. Dann eine Triple 19 und dann noch eine 19. Nee, 96 Punkte ist in Ordnung. Wenn du es jede Runde machst, bitte. Hast ein 96 Average. Und Arthur verpasst hier das Triple wieder. Der starke erste Dart von ihm, der war hier ein bisschen drunter. Peter ist aber noch gute 50 hinten dran. Ist hier wieder voll konzentriert. Hat, meine ich, auch schon so eine charakteristische Artentechnik. Hat hier wieder die. Er hat hier Triple 20, 19 und dann die 5 gespielt. Und Arthur ist noch vorne. Ist jetzt wieder vorne. Mit der Triple 20 und macht vielleicht noch ein Triple. Ja, aber leider die Triple 1. Das ist natürlich ärgerlich. 173. Da stehen zu lassen, ist natürlich ganz, ganz ärgerlich, ist kein Finish.
Und der Peter muss jetzt tief rein. Kann quasi mit 6 Darts 225 checken. Das muss man nicht, das kann man. Ja, und eine 60 lässt halt 165. 165 ist Triple 20, Triple 19, Triple 16. Das ist eins der Finishes, wo ich sofort weiß, was ich mache. Und meistens machst du dann auch irgendwas Gutes. Wenn du gar nicht erst nachdenken musst, sondern sofort weißt, ich mache jetzt bam, bam, bam. Oh, und Arthur ist hier. Ja, das wird ihn natürlich ärgern. 7 Punkte. Genau in dem Moment passiert ihm das. Mädels checken hinten. Was war das für ein Check? 68? Kann sein. Und tauschen hier natürlich Kohlen aus. Jeder steckt mal was. Sind auch vom gleichen Verein. Ich glaube, das ist da jetzt kein Stress. Peter ist wieder da. Der hat wahrscheinlich einen Flight montiert oder sowas. Ich hatte kurzzeitig das Gefühl, der spielt mit Rob Cross Flights. Ich kann euch jetzt leider von der Aufnahme nicht sagen, was für Flights das sind. Macht eine 83. Ärgert sich da ein bisschen, aber eigentlich nur über den letzten Dart. Weil eigentlich ist 83 hier ganz gut. Setzt den Arthur auf jeden Fall unter Druck, der hier kein Triple findet und auch unten nicht. Und wirklich, wirklich bitter eigentlich. Das Leck gerade eben schon hätte entscheiden können. Und jetzt gerade eben gegen Ende hin auch haben ihm ein bisschen die Nerven verlassen. Er spielt das über Bull, die 82. Bullseye für Doppel 16, trifft Single Bull für Triple 19, trifft die Triple 7 für Doppel 18 und macht es dann halt so aus. Kann man mal so machen. Ja, wenn du dann schon so weit gekommen bist, bis zur 36, dann machst du die halt dann auch so aus, ne? Also der Weg ist absolut in Ordnung bei 82 über Bull. Wie man sieht, lässt Single Bull nämlich die Triple 19 bei Masters Out und die spielen hier Masters Out. Und deswegen kannst du das ganz bequem machen. Und wie man sieht, hat man mit der Triple 7 auch noch ein schönes Out danach, wenn man die Triple 19 nicht trifft. Von daher alles gut. Ist natürlich nicht schlecht bei 57. Hast du 48, ja klar, mit einer 19. Hast du 38. Und 38 ist dann doppelt, ja klar, das ist dann Doppel 19, stimmt. Ich bin ja auch blöd. Natürlich ist, wenn du Triple 19 ausmachen kannst, ist eine Single 19, lässt dir Doppel 19. Das hätte ich jetzt auch einfacher feststellen können. Beziehungsweise einfach wissen, wenn ich da jetzt nicht drüber nachgedacht hätte. So. Jetzt haben sie angefangen. Peter hat wieder angefangen und hat offensichtlich eine 67 gemacht irgendwie. Das sind Triple 19 plus 10 zum Beispiel. Ja, er kann 5-5 Triple 19 gespielt haben. Und Arthur hat mega stark eine 140 geknallt, erstmal so wie es aussieht. Und Peter macht jetzt eine 125. Ja, jetzt ist Game on, Jungs. Jetzt geht's aber richtig los hier. Und mal schauen. Genau. 309 zu 301. Tun wir halt einfach so, als ob sie jetzt anfangen. Die 8 Punkte machen den Bock nicht fett. Es steht 2-1 für den Peter. Und er wirft sehr konzentriert wieder. Ist auch jetzt ein bisschen besser drin im Spiel, obwohl Arthur ihm regelmäßig am Anfang die Punkte eigentlich abgenommen hat. Und Peter hat sich aber mit guten Aufnahmen gewehrt. Macht eine 59. Ärgert sich ein bisschen. Hat jetzt 250 glatt und ist damit schneiderfrei. Worüber er sich natürlich aber keine Sorgen machen muss. Er kommt nochmal dran. Da ist mal die Triple 19 für Arthur. Der wird sich denken, meine Güte, was war da los? Hinten sieht man die schöne Wurfbewegung von dem Mädel. Ganz kurz, jetzt hat der Peter das wieder verstellt und greift an. Wir sind hier vierte Runde. Anfang vierte Runde, ja, jetzt weiß ich, warum ich am Anfang mich verplant habe. Die werden am Anfang einen hohen Score geworfen haben, beide. Und ich habe das einfach nicht registriert. Weil vierte Runde unter 200 Punkten ist absolut top. Das ist absolut Top-Niveau. Ich versuche immer fünfte Runde unter 200 Punkten zu haben. Das ist schon in Ordnung. Also, wenn du das schaffst, dann kannst du auch schon viele Spiele gewinnen. Und vierte Runde unter 200 ist absolut super. Absolutes Top-Niveau. Jetzt hat er 191, 171, bleibt da oben, bleibt wieder oben, hat jetzt 111 und geht
nochmal oben rein für 51. So kann man es natürlich machen. Wenn man oben ein gutes Gefühl hat, bei 171, kann man natürlich auch so stellen. Triple 20, Triple 20, Triple 17 oder Triple 19, Triple 19, Triple 19. 160 für Arthur. Der hat jetzt ein Problem. Er ist nämlich schon 2-1 hinten. Schmeißt leider nur eine 60. Kann hier keinen wirklichen Druck aufbauen, auch wenn 100 ein schönes Zweidart-Finish ist. Hinten die Mädels mal wieder aus und das Spiel ist sogar vorbei. Die mit dem schönen Wurf, sage ich mal in Anführungsstrichen, hat nicht gewonnen. Da hinten ist das Grünshirt wieder Pfeil am Abholen. Der ist also auch ein bisschen weitergekommen. Und Peter macht hier die Triple 17 mit einem Dart. Sechste Runde, erster Dart. Das sind dann 16 Darts, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und 16, ja, und da habe ich mit ihm noch hier. So, ein bisschen Gratulation hier. Und er hat auch gefilmt. Wir haben ein bisschen noch Quatsch gemacht. Und 16 Dart, da kannst du nichts sagen. Jo. Das war das Viertelfinale. Ich habe auch noch ein Halb- und ein Finale gefilmt. Die gebe ich euch dann in den nächsten Tagen mal. Und ein Paket ist auch noch da. Das war's von mir für heute. Vielen Dank. Haut's rein. Servus.